Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Hier ist euer Gaius Julius Caesar und wir sind zurück bei Myzanz, unserem Let's Play hier in Europa Universalis 4. So, zuletzt hatten wir hier in Ungarn einige Gebiete bekommen und wir haben eine starke Militärführung. Wir hatten ja gerade einen Krieg, wo wir unsere Verbündeten unterstützt haben. Unsere letzten Kriege haben zum Aufstieg von kompetenten Anführern geführt, aber aus dem Bauerntum. Interessant. Wir könnten von ihren Fähigkeiten profitieren oder wir könnten sie abweisen, da sie nicht adelig sind. Sie zu akzeptieren, könnte aber Fraktionen in unserem Land aufbringen. Also wir brauchen sie alle. Oder begrenzt die Nicht-Adligen. Tja. Ja, wir haben recht hohe Armeetradition. Ich würde sagen, wir werden mal jetzt noch einen General rekrutieren. Der ist auch richtig gut. Wow. Und dann werden wir sagen, wir begrenzen sie jetzt auf Nicht-Adlige. So, und genau, hier oben gibt es bald eine Revolte. Wie sieht es denn jetzt hier in Rom eigentlich aus? Siena? Naja, 2 Jahre. Ich will ja gegen die Mamelucken mal wieder vorgehen, um unsere Gebiete dort zurückzuholen. Oh, und die Familienbande zwischen Frankreich und Byzanz verbessern sich. Sehr schön. Und wir haben Bevölkerung im Delaware integriert. Ausgezeichnet. Bayern haben wir auch die Beziehungen verbessert. Sehr schön. Die Unruhe ist wegen Unzufriedenheit recht hoch. Wie lange geht denn die noch? Im Oktober ist sie vorbei. Sehr schön. So, die Mamelucken haben, glaube ich, auch eine starke Kriegsflotte. Die sehen wir jetzt hier leider nicht. Doch hier. Russland hat den Osmanen den Krieg erklärt. Ja, die werden hier wohl den Rest noch erobern. Ja, die Russen, die mögen uns gar nicht. Das ist das Problem. Wir haben eigentlich zu viele Feinde. Ungarn, Österreich, Spanien, die Mamelucken und Russland. Alles eigentlich mittlerweile Feinde von uns. Oh, das ist aber eine kleine Revolte. Oh nein, und unser Thronfolger ist gestorben, Michael. Ich glaube, der war aber gar nicht so stark und gut. Aber jetzt brauchen wir unbedingt einen neuen Thronfolger. Sonst gibt es einen Erbfolgekrieg zwischen Frankreich und Großbritannien. Das darf nicht geschehen. So, ich möchte hier erstmal jetzt noch auf die Technologie sparen. Und deswegen mache ich jetzt hier auch keine weiteren Kernprovinzen. So, die Rebellen hier besiegen wir recht schnell. Ah, aber es können hier nochmal Rebellen kommen, okay. Und passenderweise haben wir jetzt hier unseren 3-Sterne-General. Genau, und wir wollen natürlich hier in Genua nochmal gucken, ob wir die dann eigentlich vassalisieren können. Ah, verdammt, das habe ich übersehen. Byzantinisches Reich besitzt Kerngebiete von Genua. Dann war das ja total sinnlos. Dann haben wir ja total sinnlos hier einen Diplomaten hingeschickt. Die können wir dann eh nicht vassalisieren. Was ist mit... Ach, hier ist... Was? Venedig hat hier eine Provinz? Okay. Ja, und Urbino mag uns natürlich auch überhaupt nicht. Und begehren Provinzen. Nee, also hier können wir, glaube ich, niemanden mehr friedlich vassalisieren. Die sind zu stark zum Vassalisieren. Ja, es ist leider dann nichts mehr übrig. Das heißt, jetzt heißt es nur noch kriegerische Expansion. Oder was haben wir hier? Tscherkessien. Könnten wir rein theoretisch zum Vassallen machen. Aber dann hätten wir nochmal eine Grenze zwischen Russland und uns. Das ist... Weiß ich noch nicht. Aber wir können ja hier mal vorsorglich die Beziehungen verbessern. Und hier werde ich mal ein Spionagenetzwerk hinschicken. Also einen Spion. Zu den Mamelucken. So, nachdem die Revolte hier niedergeschlagen ist, bringe ich auch mal unsere Truppen nach Bolu.
So, entschuldigt, ich musste kurz niesen. Deswegen habe ich mich gemutet. Wir haben die Rebellen besiegt. Ja, jetzt sieht es doch schon wieder einigermaßen friedlich aus. Naja, nur noch in Rom, aber in 5 Jahren erst. Deswegen bringen wir jetzt mal unsere Truppen alle nach Osten. Oh, wir bekommen einen Merkantilismus, weil wir unternehmerische Richtlinien unterstützen. Sehr gut. Ja, unsere Legitimität hat Probleme. Und wir mussten leider unser Darlehen verlängern. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das müssen wir unbedingt beim nächsten Mal zurückzahlen. Grenzdisput zwischen uns und den Mamelucken. Ja, wir bleiben auf jeden Fall hart. Wir sind eh schon Feinde. Wir haben jetzt nochmal einen Anspruch auf Karaman ebenfalls. Also hier seht ihr die ganzen Gebiete, zu denen wir hier einen Anspruch haben. Das ist nicht sehr wenig. Oh, und Georgien wird hier derzeit von Tscherkessien besetzt. Hm, dann können wir aber Tscherkessien auch nicht zum Vasallen machen, oder? Weil das Zielland im Frieden sein muss. Hoffen wir mal, dass es nicht zu groß wird, dass wir es dann nicht mehr vassalisieren können. Jetzt möchte ich mal kurz nochmal was überprüfen. Oh ja, wir können noch einige Truppen rekrutieren. Aber nicht mehr viele Schiffe, aber ein paar Schiffe können wir noch machen. Wir haben auch viel zu viele Transportschiffe. So. Ah, haben wir hier den Anführer verloren? Verdammt. Ich will aber jetzt nicht unsere... Ja, wir müssen einen rekrutieren wieder. Shit. Naja, 2 Sterne. Besser als nichts. Jetzt schauen wir mal kurz. Wir haben überall 12 Kanonen. 6-mal Kavallerie. Wir bauen hier nochmal ein paar Truppen. Wie viel haben wir jetzt da noch übrig? Ja, grob nochmal so 20 Stück. Da könnte man nochmal eine ganze Armee. Dafür haben wir jetzt aber nicht das Geld ausheben. Wir sollten hier mal wieder weiter konvertieren. Wir haben noch die Ikone von St. Michael, die noch 3 Jahre geht. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich den Kampf beginnen. Ah, wir bräuchten aber hier noch einen besseren Berater. Dafür fehlt uns aber derzeit das Geld. Hm. Schwierig. Technologisch sind wir auf jeden Fall auf dem Höhepunkt, der möglich ist. Mit wem sind eigentlich die Mamelucken verbündet? Ja, Ad-Konjun-Lu auch. Wir haben hier wahrscheinlich noch nicht genügend Gefälligkeiten, oder? Doch, bald! 9 Gefälligkeiten. Nächstes Jahr hätten wir 10 Gefälligkeiten. Dann werde ich hier nochmal einen Diplomaten hinschicken. Verbesserung der Marinetechnologie. Haben wir nicht jemanden, der Inflation reduziert? Ja. Ja, dann können wir ja auch ein bisschen Inflation wieder aufbauen. Oh ja, und wir haben einen tollen Thronfolger, der sogar sehr gut ist. 3-2-5, vor allem Militärgenie. Den nennen wir mal Gaius. Wie ich finde, ein passender Name. So, wir können hier wieder in eine Technologie investieren. Oh, das machen wir mal. Da ist hier jetzt noch nicht... Ja gut, Handelseinfluss ist natürlich nicht schlecht, aber ich will jetzt hier bei den Technologien nicht so sehr hinterher hinken. Das ist mir recht wichtig. So, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Was ist Gaius? Ach nee, die Kaiserin ist eine freidenkende Frau. Okay. Und Portugal hat hier Baumwollstoffe, die sie sich holen, alles klar. So, ich hole mal jetzt hier den Diplomaten wieder zurück. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt sinnvoll ist, den Krieg hier zu starten. Wir können uns hier eine Fähigkeit noch kaufen im Zeitalter des Absolutismus. Erlass des Absolutismus? Nein. Kosten Rivalen wechseln, das brauchen wir auch nicht. Unterhalt benachbarter Force zu Rivalen? Hm. Kostenraue Behandlung ist geringer. Administrative Effizienz, das wäre für ein so großes Reich für uns tatsächlich sehr sinnvoll. Ich glaube, das mache ich mal. Administrative Effizienz. So. Genau, wir sollten aber mal unsere Flotte, bevor wir es den Krieg erklären, noch irgendwie ordentlich hinbekommen. Oh, die haben halt 8 Großkampfschiffe.
Wir haben leider nicht so viele. Ich bringe das mal alles nach Izmir. Ja, die Mamelucken sind auf jeden Fall nicht schwach. Das wissen wir. So, hier können wir noch die Technologie uns holen, dass wir nicht allzu sehr hinterher hinken. Gut. Ja, Darlehen wird auch schon wieder bald fällig. Na schön. Ach, hier sind jetzt noch 2000 Männer. Die sind nicht mitgekommen. So, Freunde. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt den Krieg erklären können, ob das sinnvoll ist. So, ja, können wir den Berater hier jetzt irgendwie noch wechseln? Ja, es gibt halt jetzt hier nur drei Dreier-Berater, die bringen uns alle nichts. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wenn ich den rausschmeiße, ob dann überhaupt ein Einser-Berater wiederkommt. Will ich jetzt halt auch ungern riskieren. Vielleicht müssen wir das noch im Laufe der Zeit dann machen. Okay, warte noch hier ganz kurz, bis die 2000 da sind. So. Und jetzt schauen wir mal. Krieg erklären. Wir haben ja viele Rückeroberungskriegsgründe. Nehmen wir doch hier mal dieses Kütahya. Das können wir vielleicht besser verteidigen. Ah, Transoxanien will uns aber nicht helfen. Ja, weil sie verschuldet sind mit 5000 Gold. Aber wir haben aber auch ein Pech. 5000. Ja, und bei denen helfen natürlich wieder alle. Oh, Frankreich ist nur wegen unserer byzantinischen Reputation nicht dabei. Hm. Die wird aber wahrscheinlich nicht so schnell besser werden, oder? Naja, erst in einem Jahr, eineinhalb Jahren fast. Und dann ist die Frage, kriegen wir das irgendwie positiv hin? Ja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Schauen wir nochmal kurz. Ja, also es potenziert sich auch eher hier im Osten, die Feinde. Ja, wir hoffen einfach mal, dass wir es selbst hinbekommen. Ich weiß, es ist riskant. Wir hatten schon Probleme mit den Mamelucken. Aber wir probieren es jetzt nochmal. Und bestätigen. Die 2000 dürfen gleich mal hier hin. Dann schicke ich auch nochmal 2000 dorthin. Und dort. Das ist hier die einzige Festung. So, aber hier, wir müssen schnell Adkonyundu auch aus dem Krieg rausnehmen. So, deswegen marschieren wir dann hier gleich vorwärts. Wir müssen natürlich jetzt im Blick behalten, was die Feinde für Armeen bringen. So, wir haben leider nur einen sehr schlechten Admiral und auch nicht allzu gute Schiffe, glaube ich. Der Feind hat jetzt hier 19 Galeeren und 8 Großkampfschiffe. Hier sind nochmal 5 Großkampfschiffe. Ach du Schande. Ja, wir haben nur 4 Stück. Ich glaube, wir sollten uns erstmal aus den Seegefechten raushalten. Habe ich so das dumpfe Gefühl, dass das sinnvoll ist. So, wir fangen jetzt erstmal an, hier alles zu besetzen. Oh, und da kommen einfach schon 52.000 Mann. Ach du Schande. Was haben die denn für eine Technologie derzeit? 21? Wir haben aber schon 22. Wir sind also technologisch überlegen. Das ist doch schon mal sehr gut. So. Wir passen natürlich auf, wo die hinmarschieren. 52.000. Nach. Ja, wollen die vielleicht hier hoch marschieren? Dann marschieren wir auch mal hier hoch, sicherheitshalber. Ah, tatsächlich, die wollen hier hin marschieren. Wir warten. Ah, sie trauen sich nicht. Okay. Dann machen wir mal langsam. Wir machen hier mal lang. Ach, hier ist eine Festung. Das habe ich gar nicht gewusst. Das wurde aber nicht richtig so angezeigt. Dass da eine Festung ist. Ja, wo wollen sie hin? Ich weiß es nicht so richtig. Die 2000 stehen da natürlich auch dann gefährlich. Aber wir haben ja hier einen Trupp. So, und wir besetzen jetzt hier erstmal Gebiete. Bayern
Bayern ist hier im Krieg, deswegen lehnen wir das mal ab. Wir wollen nicht, dass die ganzen Armeen bei uns rummarschieren. So, wir haben aber die erste Festung hier erobert, Sinope. Das ist schon mal sehr gut, aber hier ist irgendwo diese Riesenarmee. Deswegen, wir sollten unsere Armeen nicht so aufteilen. Deswegen lasse ich die mal alle mehr oder weniger zusammen hier. Und ich werde erstmal noch nicht so offensiv vorrücken. Erstmal noch warten, bis hier die Festung erobert wird. Kleine Schritte ist, glaube ich, jetzt diesmal das richtige Wort. Wir könnten hier in eine militärische Idee investieren. Unterhalt der Armee ist dann geringer. Sehr gut. Derzeit kostet uns die Armee 52 monatlich. Und jetzt schauen wir mal. Ja, im nächsten Monat. Ja, fast 3 Dukaten auf jeden Fall gespart. So, hier marschieren die aber eher nach Osten derzeit. So, wir marschieren hier auch mal langsam vorwärts. Ja, hier tun wir natürlich wieder ein bisschen sehr stark Manpower verschwenden. Das sollten wir, denke ich mal, tunlichst vermeiden. So. Ja, die haben auf jeden Fall ordentlich Truppen. Das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Ich meine, aber wir haben das Kriegsziel. Ah, und Mantua kommt uns zu Hilfe. Unser Vasall. Auch sehr schön. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die ganzen Gebiete erobert. Jetzt kommen sie hier südlich. Da können wir sie abfangen. Vielleicht. Schauen wir mal. Bei Jack Cassin tun wir mal den Diplomaten abberufen. Vielleicht sollten wir eher... Ah, das ist nicht so der richtige Weg. Dorthin marschieren. Jawohl. Wir müssen jetzt aufpassen. Die 50.000 Mann begeben sich jetzt in die Höhle des Löwen, nämlich zu uns. So, wollen die hier wirklich angreifen? Oder wollen sie dort angreifen? Ich ziehe sicherheitshalber auch nochmal hier die Truppen zusammen. Ja, wollen wir es hier schon zur Schlacht kommen lassen? Wir haben auf jeden Fall keinen Nachteil. Ja, wieso kommt... Was? Kann ich das nicht anders machen? Wieso kann ich nicht dahin laufen, aber die... Wieso kann die Armee dahin laufen? 16. Februar wäre sie dort. Ja, ich wäre aber erst am 16. Februar dort. Was ist denn das? Hä? Das finde ich jetzt total verwirrend. An was könnte denn das liegen? Dass wir zwei unterschiedliche Wege hinnehmen müssten. Dann bleiben wir erstmal beide da stehen und schauen, was die Mamelucken machen. Okay. So, wir marschieren jetzt beide dorthin. Ja, da kommen natürlich nochmal Truppen der Mamelucken. Ah, die wollen das Kriegsziel zurückerobern. Aber hier kommen nochmal Truppen. Trotzdem sollten wir es, denke ich, jetzt ausnutzen und dann dort angreifen. Deswegen schicke ich jetzt die Armee dorthin. Aber die Armee lasse ich mal hier auf der Festung noch. Oh, da kommen aber noch mehr Feinde. Eieiei. Kohorn. Wieso haben wir jetzt hier einen Nachteil? Nee, sie trauen sich nicht. Aber wir bekommen trotzdem einen Überquerungsmalus. Verdammt. Nicht so gut. Trotzdem suchen wir jetzt hier die Schlacht. Ah, das Darlehen können wir noch nicht zurückzahlen. Okay, hier kommt es jetzt zur Schlacht. Die marschiert Richtung Osten.
Also erstmal keine Gefahr. Schauen wir uns das mal an. Wir haben 115% Disziplin, Feinde 111, aber wir haben deutlich mehr Moral. Sehr gut. Ja, schaut mal, wir gewinnen das ja easy. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir haben die gewiped. Wir haben die wirklich gewiped, okay. Der Technologieunterschied ist ja wirklich so stark, dass wir bessere Truppen haben. Scheinbar schon. Perfekt, dann können wir jetzt die restlichen Armeen auch schnell besiegen, hoffentlich. So, sehr schön. Der Krieg hat begonnen und bis jetzt läuft er schon mal gut. Was ist denn hier passiert? Ist unser General gestorben? Tatsächlich. Wir brauchen einen neuen. Und hier ist ein Berater gestorben. Da holen wir mal den hier, der uns höhere Zölle gibt. Wir sammeln uns erstmal hier wieder. Ja, die ziehen sich jetzt hier natürlich zurück und vielleicht fällt ja die Festung gleich noch. Aber wir können hier noch ein paar erwischen. Einzelne Truppen wahrscheinlich. 3000 Männer. Ah, schaut mal, und die Maschine jetzt auch noch mit. Wir warten mal, bis sie nicht mehr weg können. Na? Weil jetzt... Ah, jetzt trauen sie sich nicht. Dann tun wir das jetzt hier mal akzeptieren. Und rücken jetzt hier nochmal vor. Ah, verdammt. Hier wären wir jetzt fast reingelaufen. Okay, jetzt kommt es hier nochmal zur Schlacht. Wir haben leider nochmal einen Nachteil. Oh, die marschieren auch noch alle mit dazu. Hm. Okay, wir wollen natürlich auch noch dazu. Unser Drei-Sterne-General kommt gleich. Ja, die Feinde haben hohe Verluste. Jetzt haben wir aber immer mehr Verluste. Und es gibt eine Blockade. Leitet die Ressourcen um, damit die Waren über den Landweg geliefert werden. Ja. So, jetzt haben wir deutlich mehr Männer hier und den besseren General. Und wir haben sie wieder gewiped. Wow. Das läuft gut. Und hier kommt es dann wieder zur Schlacht. Und da holen wir jetzt noch Khorasan oder wie die heißen. Ach, dann haben wir da oben Rebellen. Wisst ihr was, dann tun wir nicht das Darlehen zurückzahlen. Dann bauen wir vielleicht eine kleine Armee auf. Vorlage erstellen. Grundarmee. Machen wir mal 4 Stück davon. 10 und 10 davon. Oder gleich 12. So. Speichern. So, jetzt einmal hier bitte eine Grundarmee bauen. Ah, wir haben zu wenig Geld jetzt. Wir haben es ein bisschen zu stark gemacht, die Grundarmee. Ah, dann machen wir die Grundarmee noch ein bisschen schwächer. Geht das? Kann ich das abändern? Na, ich muss sie nochmal neu machen. Also nochmal Grundarmee. So. Ja. Speichern. Und hier bitte die Grundarmee bauen. Perfekt. Dass wir uns dann um die Rebellen auch kümmern können. So, jetzt kommt es hier noch zur Schlacht. Sollte eigentlich sehr gut laufen. Die 2000 haben wir gleich erledigt und die anderen hier, das sind ja eigentlich nur noch Wilde. Oder? Khorasan, ich weiß es gar nicht. Ja, aber die tun wir auch richtig niedermachen. Wir haben nur wenige Verluste und der Feind 10-mal so viele Verluste. Also, das ist doch sehr erfolgreich. So, jetzt wollen wir aber erst Adkunyunlu hier aus dem Krieg werfen. Deswegen marschieren wir mal dann dort. Und hier noch ein. Und wenn die Festung hier gefallen ist, marschieren wir dann da hoch. Wir scheinen ja hier wirklich gut überlegen zu sein. Jawohl, Ankara ist gefallen. Wir können da hochmarschieren. Es sieht eigentlich bis jetzt sehr erfolgreich aus. Wir haben nochmal dieses Event mit Verbesserung der Marinetechnologie. Nehmen wir gerne an. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Das läuft doch alles sehr gut. Jetzt haben wir nur leider nochmal eine Revolte hier. Ja, hier bringt sich auf jeden Fall die Armee in Stellung. Und wir haben jetzt leider Minus. Woran liegt das?
Da haben wir noch kein Limit überschritten. Ja, der kostet natürlich richtig viel. Ich glaube, auf den müssten wir mal verzichten. Haben wir eine Alternative? Ja, wir haben hier eine Alternative. Der kommt mal weg. So. Dann machen wir wieder deutliches Plus. Und jetzt rücken wir hier mal vor. Die Festungen werden, denke ich, schnell fallen. Sehr schön. Ist doch sehr erfolgreich, das Ganze hier. Oh nein! Ich Idiot! Ich hätte schwören können... Oh, Freunde, ich hätte schwören können, die Grundarmee besteht nicht aus Söldnern. Sofort wieder löschen. Ah, ich habe natürlich Söldner ausgewählt. Ich habe natürlich... Oh, ich wollte aber reguläre Truppen. Ja, so kann man natürlich auch sein Geld sinnlos verschwenden. Das habt ihr jetzt heute einmal live miterlebt. Ja, die sind natürlich viel billiger. Gottes Willen. Ja, aber dann, bevor wir sie jetzt einfach sinnlos löschen, lassen wir sie wenigstens jetzt noch hier mal bekämpfen und dann tun wir die Söldner wieder löschen. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir plötzlich kein Geld mehr verdienen. Ja, wenn man Kanonen als Söldner baut. Mensch, das war ein unfähiger Berater, der mir das gesagt hat, dass ich das machen soll. Unglaublich. Unglaublich. Ja, weil gegen die 30.000 haben sie, glaube ich, keine Chance. Aber schaut an, wir haben hier gleich mal das gewonnen. Dann marschieren wir hier voran. Ich hoffe, hier stehen noch nicht mehr Truppen. 10.000 sehe ich hier. Ja, und auch keine weiteren. Die sollten wir auch recht schnell besiegen. Jawohl. Wo ist die nächste Festung? Da hinten. Dann marschieren wir mal dorthin. Und wir haben hier auch wenigstens mal die Rebellen besiegt. Die hier ziehen sich zurück. Gut, sollen sie sich zurückziehen. Und wir löschen wieder die sinnlos rekrutierten Söldner. Damit verdienen wir wieder viel mehr Geld. Und die Russen kümmern sich hier um die krimschen Rebellen. Perfekt. Hier kommt eine kleine Schlacht. Ja, also ich würde sagen, wir überrennen die hier ganz gut. Oh nein! Jetzt gibt es hier irgendwelche Partikularisten, die uns wieder das Leben schwer machen wollen. Und königliche Heretiker. Zum Ende der Folge haben wir das noch. Das Volk des Byzantinischen Reiches war erfreut, als die Kaiserin Julia die Erste ihre Heirat mit Henry ankündigte. Ah, das Event hatten wir, glaube ich, schon mal. Dass der früher katholisch war und dass es dann da Probleme mit dem Kaiser gibt. Das ist, ach, das ist das, wo wir dann Unruhe bekommen haben. Verdammt. Aber ich will jetzt auch keine schlechten Beziehungen mit Frankreich. Ja, dann bekommen wir leider nochmal 10 Jahre Unruhe. Das ist echt ärgerlich. Das ist ein schlechtes innenpolitisches Zeichen auf jeden Fall. Aber wir müssen an unserem Kaiser dranbleiben. Wir brauchen Frankreich als Verbündeten. Gut, aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weiter in diesem Krieg geht. Bis dahin alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.